So. Ich glaube, ich überlege mir auch, ob ich vielleicht nicht bald mal die anderen Klassen wieder level. Dann werde ich. Ich weiß nicht, ob ich es streamen soll. Also, wenn ich. Ja, ich werde es wahrscheinlich streamen, wenn ich halt. Zu lange damit mich beschäftige. Ich will ja nicht zu lange keine Streams machen, weil. Ja. Manche interessieren sich vielleicht auch fürs Leveln, ich weiß es nicht. Das ist doch zum Tod des Mäusemelken. Wo habe ich denn ihn denn nur wieder? Hast du gerade einen Moment Zeit? Hilf mir doch mal beim Suchen. Ich habe schon wieder meinen Ragroll-Talisman verloren. Heute Morgen hatte ich ihn noch. Da bin ich ganz sicher. Ich war den ganzen Tag in Ragrolls Wacht. Also muss er irgendwo hier sein. Bestimmt ist er mir aus der Tasche gerutscht. Kannst du beim Eingang der Tempel der Faust suchen? Ich sehe nochmal im Kommandozelt nach. Der Talisman ist mir wirklich wichtig. Hoffentlich finde ich ihn wieder. So, ja. Ah, hier. Wir sind wieder der Bote für alles. Da rettet man die Welt und muss wieder Bote spielen. Ich frage mich manchmal, was das soll. Also eigentlich finde ich es ja okay am Anfang. Eine Story zum Beispiel ist gar nicht mal so schlimm. Aber ganz ehrlich, wenn man dann überlegt, was man gemacht hat bis dahin und die andere hat sie angesprochen. Warum machst du das? Ich wusste nicht, dass du das bist. Du hast es wirklich gesagt. Eigentlich sind wir dafür da zu kämpfen. Nichts. Keine Spur von dem Talisman. Wie sieht's bei dir aus? Keine Spur vom Talisman. Wie sieht's bei dir aus? Oh, da ist er ja! Du bist die Beste! Den Talisman habe ich nämlich von meiner Mutter bekommen. Sie hat ihn im Tempel der Faust weihen lassen, als sie mit mir schwanger war. Damals kamen noch viele Gläubige und Pilger zum Beten her. Aber der Tyrannenkönig Theodrik hat den Tempel niedergebrannt. Und die Galea haben den Ragral-Glauben den letzten Streich versetzt. Offensichtlich durfte niemand mehr seiner Religion nachgehen. Aber wie du siehst, lassen sich die Leute nicht so einfach ihre Glauben nehmen. Wenn ich Kinder hätte, würde ich ihnen auch einen Talisman weihen lassen, genau wie damals meine Mutter. Es ist ein einfacher Glaube. Aber wir Meginten werden für ihn kämpfen. Das ist schön. Ich werde dafür sein, dass das auch nicht sich ändert. Hm.
Afino, ich habe sehr viel gemacht. Und wir bekommen wieder... Ah, die kann ich beide nicht nutzen. Aber egal. Na, für eine andere Klasse. Das finde ich auch besser als im WoW. Im WoW, da hat man nur eine Klasse. Ich weiß nicht, ob man da auch mehrere Klassen haben kann. Also ich glaube nicht. Nur Berufe kann man mehrere haben. Ich habe alles erledigt. Was mit dir? Ich wollte gerade nach dir sehen. Bist du bereit? Die neuen Einheiten sind eingetroffen und ausgerüstet. Ich habe mich mit den anderen Anführern beraten. Und wir sind einer Meinung. Es ist an der Zeit, in die Offensive zu gehen. Oh. Ich werde General Alden vorschlagen, einen Angriff auf Castellum Velordina vorzubereiten. Hm, Nago. Würdest du ihm meinen Plan überbringen? Selbstverständlich. Ich brenne darauf, zum Angriff überzugehen. Wir haben die Galea lange genug geschont. Was ist mit dem Bund der Morgenröte? Wollt ihr mich nach Castrum Oriens begleiten? Ja, ein guter Vorschlag. Unsere Rolle als Vermittler haben wir erfüllt. Und falls Rauban Konrads Plan, eine Offensive durchzuführen, zustimmt, sollen wir an seiner Seite sein, um unsere Hilfe anzubieten. Kehren wir zurück nach Castrum Oriens. Gut, ich erwarte am südlichen Zugang auf euch. Lasst euch nicht zu viel Zeit. Und warum? Warum muss ich den Weg jetzt wieder gehen? Ich sage Lise und Alessee Bescheid. Elsa, würdest du zum Lazarett gehen und Stulla und Krile mitteilen, dass sie aufbrechen? Das hasse ich manchmal in Mission. Ich will woanders hin teleportieren, weil es schneller geht, ne? Aber was machen wir? Wir laufen, weil wir nichts anderes gewohnt sind, ne? Jetzt muss ich zum Lazarett laufen, erstmal dem Bescheid geben, natürlich. So kann man natürlich auch über 100 Missionen reinmachen. Indem man einfach nur einen Weg geht und Mission ist fertig. Ein bisschen schade finde ich da das dann schon, weil... Man freut sich über 100 Missionen und dann denkt man sich so, oh, die sind ja schnell abarbeitet. Ja. Hallo Elsa, was bringt dich denn hierher? Ihr kehrt nach Castrum Oriens zurück? Konrad plant eine Offensive? Jetzt verstehe ich warum. Hier auf einmal alles so drunter und drüber geht. Viel Erfolg. Krilo und ich werden hier bleiben und unseren eigenen Vorbereitungen treffen. Ah, super! Dies wird die erste große gemeinsame Offensive der Befreiungsarmee und der Allianz. Wenn das Castellum fällt, können wir mit Fug und Recht behaupten, einen Teil Alamigos befreit zu haben. Der Bund sollte dem Unterfangen seine volle Unterstützung zuteil werden. Doch ich kann nicht für alle sprechen. Jeder, der sich zum Bund der Morgenröte zählt, muss für sich entscheiden, ob er in den Krieg zieht oder nicht. Du ahnst es wahrscheinlich schon. Ich bin dabei für Alamigo, für meinen Vater und für Ida. Die Primäre sind eine Sache, Bruder. Aber wenn wir einen wirklichen Erzfeind haben, dann sind es die Galea. Ihnen haben wir die 7. Katastrophe zu verdanken. Und sie werden nicht Halt machen, bis sie ganze Eosia versklavt haben. Und lass uns nicht vergessen, dass Gaius von Belsa mit den Ascians im Bunde war. Ich habe wahrlich mehr als einen Grund, um gegen Galamald ins Feld zu ziehen. Also es kommen noch sehr viele DLCs, habe ich die Vermutung. Wegen die Ascians und so. So feurig hört man dich selten sprechen, Alice. Aber wo du recht hast, hast du recht. Ich bin der gleichen Meinung. Die Situation war bereits äußerst instabil. Und wurde durch Ilberts Beschwörung noch weiter kompliziert. Wenn wir jetzt nicht handeln, droht die Welt vollends aus den Fugen zu geraten. Ja, ich weiß. Ich habe mich schon unter deinem Großvater dazu verschrieben, alles für den Frieden und den Erhalt Eoseas zu tun. Daran hat sich nichts geändert. Ich werde
Also, aber ich werde die Operation auf meine Weise dienen. Hier im Lazarett. Denn es wird nicht lange dauern. Bis auch das letzte... Ich bleibe bei Stola und kümmere mich um die, die unsere Hilfe brauchen. Wenn ich damit einen kleinen Teil beisteuern kann, um Enfilias sehnlichsten Wunsch zu erfüllen, macht mich das glücklich. Elsa, du warst es, die den schier unbesiegbaren Gaius von Belsa erschlug. Von dir kann es abhängen, ob wir diesen Krieg gewinnen oder verlieren. Sag, bist du dabei? Als ob! Jo, wir haben das DLC durch. Ich will nicht mehr, nein. Was für eine Antwort ist denn das? Ich kämpfe für alle, die nicht mehr da hier sind. Ja, wir haben bereits viele Opfer zu beklagen. Und es werden noch mehr werden. Aber wir müssen weitermachen, sonst war alles umsonst. Auf Wiedersehen, Stola und Krille. Euer Platz ist hier, bei den Verletzten. Und Lise, dich möchte ich auch bitten zu bleiben. Wir brauchen dich hier, um Konrad in direkter Verbindung zu bleiben. Der Rest von uns schlägt sich nach Castrum Oriens durch, zusammen mit Nago. Die Zwillinge sehen so gleich aus, sogar vom Körperbau. Plagiate uns, Elsa. Wenn du uns unterstützen möchtest, wäre das der beste Ort dafür. Ich will mich teleporten. Das geht schneller, aber na gut. Ich frage mich auch, warum die sich nicht teleporten. Du kommst mit. Das freut mich zu hören. Also los, auf nach Castrum Oriens. Königsgeneral Rauban wartet bestimmt schon gespannt auf Hauptmann Konrads Schreiben. Na gut, ich darf teleportieren. Das ist gut. Und es ist schon ein Level weiter. Willkommen zurück. Welche Nachrichten bringt ihr aus Ralgris Wacht? Ich habe Neuigkeiten von Kommandant Konrad. Wir machen Fortschritte. Die Lücken in unseren Reihen füllen sich. Zusammen mit den Freiwilligen vom Bund der Morgenröte sind wir stärker als je zuvor. Die Ausbildung der neuen Rekruten hat bereits begonnen. Und wir werden ein halbes Dutzend neue Einheiten bilden. Das sind in der Tat gute Neuigkeiten. Habt ihr schon Pläne, wann die neuen Einheiten ihren ersten Kampfeinsatz haben sollen? Ja, und zwar sehr bald. Kommandant Konrad schlägt vor, in einer gemeinsamen Offensive Castellum Velodina anzugreifen und zu erobern. Wir haben gerade rekrutiert und wir greifen jetzt schon mit denen an. Ist das nicht bescheuert? Das Castellum über dem Fluss? Kein leichtes Ziel. Aber ein notwendiges, wenn wir Alamigo befreien wollen. Schlagen wir zu! Wenn wir warten, riskieren wir nur, dass der Feind unsere Aktivitäten bemerkt und selber aufrüstet. Nago, ich habe eine Nachricht für Kommandant Konrad. Die Allianz stimmt seinem Plan zu. Er soll das Castello mit allem angreifen, was er hat. Eine Niederlage wäre das Ende unseres Feldzugs, bevor er überhaupt richtig begonnen hat. Pippin, ich will genau wissen, mit was wir es im Castellum Velodina zu tun haben. Sondiere ihre Verteidigungsanlage und suche nach Schwachstellen. Wir müssen jeden Vorteil nutzen.
Darf ich vorschlagen, dass wir Oberst Pippin begleiten? Wir sollten helfen, wo wir können. Vielen Dank, Freunde. Das Angebot nehme ich gerne an. Also gut, der Spätrupp steht. Lasst euch nicht erwischen. Yay, wir spähen erst. Nice. Konrad und Rauban arbeiten gut zusammen. Beide verfügen über ein gutes militärisches Geschwür. Hoffen wir, dass wir jetzt auch noch das nötige Quäntchen Glück haben. Aber eins nach dem anderen. Kümmern wir uns zuerst um unsere Aufklärungsmission. Dann gib mir mal das der Heilung. Ich glaube, es gibt genug Heiler, die das haben wollen. So. Pippin, lass uns gehen. Wir werden uns dem Castellum auf Sichtweite nähern. Genauso wichtig wie eine sorgfältige Auskundschaft ist es aber auch, dass wir nicht entdeckt werden. Wir wollen den Überraschungseffekt nicht verlieren. Ich habe bereits einen Beobachtungsposten ausgewählt. Kommt, folgt mir. Alter, wie langsam ist dieses Scheißding? Ist das Castrum in der Nähe? Wo muss ich denn hin? Ach, hier ist das Castrum. Ah, ich kann ja hier nicht rein. Jetzt weiß ich auch warum. Warte mal. Heißt das, dass ich dann da... Ist das keine Emmy? Wir haben aber auch eine Stelle hier, wo man gut rüber gucken kann. Das ist irgendwie schon eine dumme Stelle für ein Castrum, meine lieben Leute. Den habe ich auch noch für 3 Minuten. Ach, fuck, ich hätte noch weitermachen können. So, wo jetzt? Oh, hier ist ein Kampf. Von hier aus haben wir das Castellum gut im Blick. Behaltet ihr die Umgebung im Auge, während ich mir die Anlage mal durch das Fernrohr ansehe?
Wäre doch gelacht, wenn ich nicht einen Schleichweg ins Castellum finde. Große Ereignisse? Lol.